Guten Morgen. Heute ist ein freudiger Tag. Die Ginny hat nämlich Geburtstag und ist ein großes Mädchen von 6 Jahren. Ja, und jetzt geht's gleich in den Kindergarten. Mit Zimtschnecken hat sie sich nämlich gewünscht. Und darum konnte ich gestern eben nicht erstmal ein Dings machen. Wie heißt es? Ein Video davon drehen. Und das habe ich auch getan. Und es ist sogar gut geworden. Und Ginny hat schöne Geschenke gekriegt. Da. Das hat man heute Morgen auch noch hingestellt, weil es hübsch ist. Weil man ja schließlich mit Kerzen geweckt werden muss, ne? Und dann da, diesen Hundesalon. Aber ich glaube, das habe ich euch schon mal gezeichnet, also was wir eingekauft hatten. Die CD und das kleine Eichhörnchen und dieses Rätselbuch. Und das war es eigentlich auch schon, weil Kinder kriegen ja heutzutage so viele Geschenke. Davon gibt es nichts mehr von uns. So, wo sind meine Zimtschnecken? Ah, und da hinten Zimtschnecken. Die sind mir diesmal sogar noch besser gelungen als beim letzten Mal. Damit sie jetzt nicht runterfallen, das wäre echt schlecht. So, da. Einmal Linsen. Mmh. Da ist der Mann vom Geburtstagskind. Hä? Der Mann vom Geburtstagskind. Ja. Guten Morgen. Morgen. Wir müssen das jetzt alle anziehen. Naja, was heißt angezogen sind wir ja schon. Aber Schuhe zum Beispiel. Und dann müssen wir los. Was hast du gegen meine Socken? Nichts, wenn du darauf draußen rumlaufen willst, dann... Gerne? Ich brauche neue Schuhe. Na, aber nicht heute. Anziehen! Nee, die Schuhe, die ich habe, sind hässlich und dreckig. Und die kriegen nicht sauber. Die sind hässlich und dreckig. Ich wollte gerade sagen, sauber machen einmal. Sauber. Ja, aber die kriege ich nicht sauber. Das sind diese komische, dieses Kunstlederverschnitt. Und das ist nicht wirklich sauber. Man könnte ja sagen, okay, die tun wir mal in die Wäsche, in die Waschmaschine. In die Waschmaschine, dann fallen sie auseinander. Und ja, vielleicht würden die dann sauber werden. Aber das Problem ist, welche Schuhe ziehe ich an, während die Schuhe in der Waschmaschine sind. Du machst Pappeinlagen unter, also in die Socken. Und dann? Was? Pappeinlagen? Pappeinlagen. Wir schneiden dir Pappeinlagen zu und dann stecken wir die in die Socken. Und so, das Vierschuhe oder? Das ist wie Mokassins. Nein, aber wir ziehen uns jetzt an und dann geht's auf in den Kindergarten. Die Ginny ist erfolgreich angekommen im Kindergarten, wurde auch sofort umringt von den ganzen anderen Kindern und ja. Das wird schön. Die bauen jetzt erstmal wieder eine Festtafel auf, das machen die nämlich immer. Und dann kriegt das Kind eine Krone mit ihrer, mit der Zahl vom Geburtstag drauf, also wie alt sie ist. Ja, entweder in Glitzer mit Schmetterlingen drumrum oder mit Blumen und die Jungs kriegen Ritterkronen und all sowas. Und es gibt Zimtschnecke. In einer Glitzerkrone. Das weiß ich nicht, manchmal sind da... irgendwie so spitze Zacken drauf und 2 Schwerter rechts und links, habe ich schon gesehen. Oder ein Helm ausgeschnitten aus Tonkarton. Ist ja brutal. Ach, du hättest jetzt einen Blödsinn. Der Mann arbeitet schon. Und wie man sieht, er hat sich wieder Zigaretten gemacht und da sammelt er wieder die Reste. Naja. Schrecklich. Und ich werde mir jetzt eine Gartensendung angucken. Gibt's doch immer auf, was war das, NDR oder so? Schöne Gartensendung, habe ich mir aufgenommen. Werde ich mir jetzt erstmal ansehen. Oh, die Sonne. Jenny? Ja? Guck dir doch mal eine Gartensendung an. Das ist ein guter Vorschlag. Ja, und ich bin wieder fleißig am Tee machen. Das arme Kind ist schon wieder krank. Wobei wir nicht so genau wissen, ob es diesmal wieder Magen-Darm ist oder vielleicht doch der Blinddarm. Wir haben sie eben aus dem Kindergarten abgeholt, weil es ihr schon... Ja, obwohl heute Morgen ging es ja hervorragend, aber als sie dann da war, ja, jetzt geht es ihr wohl ganz schlecht und wir waren schon beim Arzt und können wir nachher nochmal hin, weil wir nicht so genau wissen, was sie denn hat. Entweder, wie gesagt, Magen-Darm oder Blinddarm. Wie praktisch am Geburtstag. Blinddarmentzündung. Sollte man nicht kriegen am Geburtstag. Jetzt liegt sie jedenfalls auf dem Sofa. Guck Fernsehen. Mal gucken. Mal gucken, was es heute noch wird. Wir sind gespannt. Mal gucken, ob dann ihr... Naja, Zirkus fällt dann heute ja aus, ist klar. Gucken, ob am Wochenende natürlich auch noch ihr Geburtstag dann ausfällt. Das wäre natürlich dann nicht so schön. Armes Mädchen. Wir sind wieder zu Hause. Wir waren im Krankenhaus 2 Tage lang. Naja, was heißt wir? Mein Mann nicht.
Aber ich und das Kind. Denn die dachten zuerst, die Genie hätte, wie heißt es? Hätte, oh mein Mann hat überall schön aufgeräumt. Blinddarmentzündung, aber das war es dann zum Glück doch nicht und jetzt sind wir wieder zu Hause. Ja, froh. Ja. Froh. So, und heute wird Geburtstag nachgefeiert von der Genie. Ja, weil sie ist ja ins Krankenhaus gekommen an ihrem Geburtstag. Das war nicht so toll. Nee. Sie ölt am Geburtstagskranz rum. Los, mach sie deine Ordnung. Nee, das geht nicht. Tja, darum gibt es auch keinen selbstgebackenen Kuchen, weil ich bin ja heute erst wieder gekommen. Also wir sind heute erst wieder gekommen und darum hat der Papa Kuchen gekauft. Und zwar einmal dieses, eine Daimtorte. Sehr lecker, wir mögen die. Und hier noch jede Menge Kuchenzeugs und ja. Noch ein paar Zimtschnecken sind übrig geblieben. Da ist irgendwie nichts drin. Jetzt müssen wir gleich noch Wasser kaufen, weil das hat er vergessen. Ein bisschen Saft haben wir. Ja, naja, so ist das. Aber das Wichtigste, dem Kind geht es wieder gut. Natürlich war es nicht so schön, so einen Zugang gelegt zu kriegen. Das war gar nicht nett. Aber sie mochte es, im Krankenhaus zu schlafen. Weil das ist mal woanders. Man hat ein großes Bett. Und man hat einen Fernseher. Oh, sie ist begeistert von einem Fernseher, der oben an der Wand hängt, so wie im Krankenhaus. Ja, das will sie jetzt auch haben. Der ja so leicht gekippt ist und du kannst ja aus dem Bett raus total perfekt Fernsehen gucken. Das möchte sie jetzt auch. Und ich sagte nein. Und sie sagt, das kannst du dir noch überlegen. Ich so, nein. Ne? Okay. So, die Gäste sind weg. Und mein Mann wird jetzt die Reste von dem Kuchen noch nicht aufessen. Oh ja, da sind die Reste. Lecker. Leider ist davon nichts selbst gemacht, weil wir hatten ja keine Zeit und mussten alles kaufen. Ja. Denn wie gesagt, wir kamen ja heute erst, da ist auch noch Kuchen. Den hat die Oma mitgebracht, ne? Jo. Ja. Aber der ist auch nicht selbst gemacht. Jetzt sind, ja, von mir aus kannst du jetzt, nee, willst mich überraten, wolltest du nachher weg noch was essen, ne? Heute ja, kann ich. Ja, genau. Hier eine kleine Zimtschnecke. Nee, diese. Was mein denn? Mann. Ein kleine Zimtschnäckchen. Nein, ich sagte gar kein Zimtschnäckchen. Willst du kein Zimtschnäckchen? Ja. Willst du doch. Also eine will ich. Ja, einen. Und nachher ist sie schlecht. Und wer macht das weg, wenn sie ins Bett bricht? Ich. Kann sie selber. Oh, mein Kind ist im Bild. Ich, würde ich sagen. Ist doch alt genug, kann sie selber. Kann sie nicht. So, die Mama muss jetzt ganz viele Spielsachen aufbauen, richtig? Mache ich. Wir bauen jetzt was auf. Sie hat ja wieder viele schöne Sachen gekriegt. Viele schöne Sachen. Unter anderem eine Bäckerei. Und ne, das ist ihr Geburtstagstisch voll. Alles ganz viel. Und da unten auch noch. Und ihren Tornister. Hat sie auch gekriegt. Hübsch. Aber natürlich nicht heute. Nee, den brauchst du nicht heute. So, und was sie noch gekriegt hat, meine Schwester hat wieder Bruchkekse gekauft. Eine ganze Packung. Kennen wir ja alle, ne? Die rum ist richtig so. Nö, die können wir. Eine ganze Packung. Einen ganzen Karton voll. War doch gar nicht deine Schwester, oder? Doch, es war doch Ela. Nee, hat doch Dominik mitgebracht, oder nicht? Nein, Dominik hat nicht die Pickups mitgebracht. Ela hat die mitgebracht. Die geht doch immer an der See. In diesen Laden. Ja, das stimmt. Mit den ganzen Schokoladen. Dann kriegt ihr auch Tafelschokolade in rauen Mengen. Kannst du doch gleich in Kilo-Säcken kaufen oder 5 Kilo-Säcken oder was das ist. Ja. Ja, und den bringst du dann immer mit. Mama, komm. Was denn? Das Kind ruft. Keine Ruhe. Gesehen habt ihr das bestimmt noch nicht. Das hat mein Mann bestimmt nicht gezeigt. Mein Mann hat umgestellt. Ich zeig das einmal von hinten. Und zwar hat er alles da hinten hingestellt. Na gut, die Stühle natürlich nicht. Die waren jetzt nur wegen den Gästen da. Aber dadurch steht alles viel weiter hinten. Und wir haben auf der anderen Seite viel mehr Platz. Alles frei. Könnte man tanzen. Schön ist, wenn man durch die Tür kommt oder sowas abends, wenn man kaputt ist oder sowas, dann kann man direkt auf. Ja, kann man direkt sich den Kopf einhauen. Ja, also wir müssen den Dreier, glaube ich, hier hinstellen. Dann ist das angenehmer mit den Umfallen und dem Kopf. Genie. Jetzt hast du dir wieder was gezeigt, ne? Oh, meine Tochter. Du solltest nicht immer so einen Blödsinn machen. Ja. Genie, hör auf mit dem Blödsinn. Hab ich ja auch mit dem Blödsinn.
Der Mann erzieht auf seine eigene Art und Weise.